Vorhang auf für den Star des Senckenberg-Museums. Diese 5 Meter lange Anaconda, die gerade dabei ist, ein auch nicht gerade kleines Wasserschwein zu verzehren. Passiert ist das alles in Brasilien vor etwa 100 Jahren. Erschauern lässt es die Besucher auch heute noch. Fragen von Leben und Tod zum Beispiel, Fragen von Fressen und gefressen werden, Fragen aber auch nach der Anatomie zum Beispiel von Schlangen. Also es ist einfach unglaublich faszinierend festzustellen, dass diese Anaconda ihr Maul so weit öffnen kann, sogar so weit geht, ihren Kiefer auszuhängen, um dann ein anderes Tier als Ganzes zu fressen. Um diese Faszination auch weiterhin vermitteln zu können, wird die wasserschweinfressende Anaconda seit Februar restauriert. Denn Zeit und Klima haben Spuren hinterlassen. Die Klimaveränderungen der letzten Zeit haben einfach auch dazu geführt, dass solche Objekte gefährdet sind. Die Haut reißt auf, das Leder wird brüchig, Farbe blättert ab. Und deswegen muss man umso genauer hinschauen und eben wirklich dafür sorgen, dass die Objekte auch jetzt und in 100 Jahren noch gezeigt werden können. Die Restauration ist eine wahre Herkulesaufgabe. Denn welche Materialien damals für die Präparation verwendet wurden, war zunächst völlig unklar. Jetzt ist den Fachleuten vom Museum und vom Frankfurter Zoo der Durchbruch gelungen, mit Hilfe dieser Röntgenbilder. Ich habe tatsächlich gedacht, die Schlange, der Schlangenkörper ist massiv aus Gips geformt. Dass es sich um eine Hohlbauweise handelt, habe ich nicht vermutet, auch aufgrund des enormen Gewichtes des Exponates. Das heißt, auf ein Drahtgeflecht wurde ein Drahtgitter gelegt, auf das dann letztendlich das Modelliermaterial, der plastisch formbare Gips, aufgetragen wurde. Auch welche Farben, Lacke etc. verwendet wurden, muss herausgefunden werden. Viele Rätsel sind inzwischen gelöst. Das um den Kopf des Wasserschweins aber bleibt im Dunkeln. Also es ist für uns noch nicht nachvollziehbar, ist es komplett drin oder nur ein klein paar Zentimeter hinter dem Maul. Wer mal genauer nachgucken will, muss sich noch bis 2024 gedulden. Denn statt im April diesen Jahres sollen Anaconda und Wasserschwein perfekt aufgehübscht erst nächstes Jahr wieder im Senckenberg-Museum in Frankfurt zu sehen sein.